Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 RSPDFR. Wir befinden uns hier mal auf einer Polizeiwache im Highway und haben hier auch passenderweise die State Troopers, also beziehungsweise die spawnt hier permanent oder beziehungsweise ausschließlich. Hier sehen wir unter anderem auch mal eine neue Textur, also die hier nicht. Das ist die Georgia State Patrol, wenn mich nicht täusche. Eine Variante. Ich habe mich aber für die entschieden. Die sieht eigentlich so ganz fesch aus, finde ich. Vorab möchte ich aber, bevor ich hier schon mal anfange, irgendwas zu machen, möchte ich mich mal entschuldigen, dass die Videos momentan ein bisschen nicht mehr so erscheinen, so regelmäßig erscheinen, wie es eigentlich sein sollte oder wie es eigentlich mal geplant war. Ich habe momentan persönlich ein bisschen viel um die Ohren und da kommt das alles nicht so, wie ich mir das denke oder wünschen würde. So. Ich denke mal, ja, ich denke mal zum Wochenende hin werde ich erstmal wieder ein bisschen RSPDFR weiterzocken und halt wieder ein paar Aufnahmen machen. Aber ich denke mal, bis dahin müsst ihr euch mit dem Video erstmal begnügen. Ich arbeite natürlich daran, dass das nächste Woche auf jeden Fall wieder regelmäßiger die Videos kommen. Aber die werden dann mit Sicherheit regelmäßiger kommen. Ist halt momentan, die Woche ist halt ein bisschen stressig. Ist halt viel zu tun, ne? Privater und arbeitstechnischer Natur. Ich möchte das hier auch nicht weiter ausdehnen. Ah, ui, hat's aber kurz geleckt. Hat die aber kurz Angst, dass ich Crash kriege. warte mal. Auf dem Weg. Ah, übernehme. Na gut, ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Aber irgendwie wollte er es wieder nicht annehmen. Mann, ich dachte gerade, das Game crasht gerade wieder. Es wäre ein bisschen viel drauf, glaube ich. Oh, Casey Steiner. Ich habe mir das noch nie von der Seite betrachtet. Oh, sind so diese kleinen, ich meine, ich zocke jetzt GTA 5 schon über ein Jahr. Oder bald ein Jahr. Ich glaube ein Jahr jetzt. Also gut, GTA 5 selber. Attention Unit 1, Adam 12. We have vehicles racing in East Vinewood. Nee, ich habe hier gerade ein falsches Auto für. Wie gesagt, ich zocke jetzt GTA schon seit über ein Jahr. Mache jetzt Videos. Seit, na, weiß ich nicht, 8 Monaten. Wie auch immer. Aber auf jeden Fall, ich denke, ich entdecke immer wieder neue, naja, Momentaufnahmen, ne? Wie gesagt, dieses Casey Steiner ist mir vorher so noch nie aufgefallen. Aus der Perspektive. Was ist hier eigentlich los? Also warte mal. Also, okay. Dann können wir die Lampe wieder ausmachen. Es ist übrigens der Explorer von Herc. Was mir mal aufgefallen ist, aber wenn wir im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, der ist relativ groß. Jetzt weiß ich nicht. Das Thema hat ihn aber schon mal angesprochen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie groß müsste so ein Explorer sein? Auch da hinten. Mann, was ist denn hier heute los? Ich kriege Einsätze und Zufallsdinger, einfach alles voll doof. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel den neben den 2013er oder 2015er oder 2016er, also einen anderen Nebenstelle, ist der irgendwie voll groß.
Wenn ich jetzt hier mal so den direkten Vergleich zu dem Grassleder nehme, ist der eigentlich auch schon wieder recht groß, ne? So, könnte man eine Limousine kontrollieren. Mal was anderes. Oh. Hallo, vorsichtig. Bin von der State Troopers, ich darf das. Wir werden einfach mal jetzt das Fahrzeug hier kontrollieren. Ich habe ja gerade nichts Besseres zu tun. Ist ein bisschen lahm, ne? Habe ich da die Dings noch nicht geändert? Stretch. Wollen wir mal gucken. Was macht denn die Stretch? Beziehungsweise was liegt denn da vor? Suspect's license plate. 2, 6, X-ray, Zebra, Sam, 9, 1, 2. No entries on file. Okay, eigentlich nix. Naja gut, Citizens report, oh. A public nuisance, a bicycle auf dem Weg westbound on Los Santos Freeway. So. Was ich auf jeden Fall nochmal echt überlegen müsste, wäre, das habe ich glaube ich auch schon das eine oder andere Mal erwähnt, ich bin halt wieder am Überlegen, ob ich mir nicht wieder, das, wo ist denn jetzt hier, wo ist denn hier das Bicycle? Hat er sich sogar an mir vorbeigemogelt oder was? Die Sirene Mastery von Albo wieder zu installieren. Hier ist gar kein Bicycle, also mir sehe ich keins. Oder fährt er statt einwärts? Wäre ja schön, wenn ich nochmal eine Meldung kriegen würde, wo der sich beaufhält. Also hier kommt keiner an mir vorbei. Okay. Ja, sagt er ja auch schon, Heading Southbound, hätte ich mal zuhören sollen. Was macht ihr denn hier? Parken für Arme oder was? Mann. Dann gibt es das Gefühl, der schwebt ein bisschen, oder? Der ist auch gar nicht richtig am Boden. So, warte mal. Ich muss dann ein Bicycle sein. Ich mach mal auf, so mal so nebenbei. So sieht das ganz gut aus. Warte mal, bin ich jetzt noch vorbeigefahren? Ah, der wird ja schon ein bisschen vorgefahren sein mit seinem. Hallo. Da ist eine Polizeiaktion. Ihr könnt euch ja nicht einfach hier langbrezeln wie so die Irren. Dann muss ich am Bicycle sein. Toll. Wo ist denn der hin? Ich meine, es mit dem Fahrrad, also ich meine, der muss ja hier irgendwo sein. Aber 500 Meter? Nee, das ist schon wieder viel zu weit. Bin ich da vorbeigefahren? Oh, shit. Oh, Mann. Suspect last seen, heading southbound in East Vinewood. Okay, heading southbound East Vinewood. Gut. Dann muss er ja irgendwo hier vorne rumradeln. Sollte man annehmen. Ah, da ist er. Guck, guck. Das ist aber ein ganz schlechter Ort, um Fahrrad zu fahren. Genau, machen wir die ein bisschen darüber. Kommen wir hier irgendwie vom Freeway runter? Nee, da haben wir keinerlei Gelegenheit zu. Bisschen darüber. Hier kommst du eigentlich nur irgendwo wieder rauf. So. Ja gut, der Verkehr fließt weiter. Oder kann weiter fließen. Mann, jetzt mal eine Verfolgungsjagd, ja. Servus. Ja, ich könnte sogar den Schlüssel abnehmen. Spaßeshalber machen wir das einfach mal. Lol. Okay. Dürfte ich mal bitte ihre ID haben? Ich meine, gut, das, Kate Knight. Okay.
dachte mal, das Ding auch ein Plate, aber warum sollte das Ding ein Plate haben? Ich glaube, das habe ich schon mal ausgetestet, aber... Ein Cruiser ist das. Aha. Okay. Yep. Suspect's license plate. Ja, okay. Login, Vehicle Database, Cruiser. Okay. Ist alles eigentlich in Ordnung. Warum die gute Dame jetzt hier auf dem Dings fährt, auf dem Freeway, entzieht sich natürlich meiner Kenntnis. 4, 6, Edward, Edward, King, 5, 7, 2. No entries on file. Ach Mensch, ich muss mich auch dran gewöhnen, mal nur kurz zu drücken, damit hier meine Tür auch wieder zugeht. So, Question Driver. Da können wir mal fragen. Is there anything about your person? Why are you riding bicycle on this road? Listen, it's been a long day. Just let me off, okay? Hick. 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 Have you drink this anything? Earlier today, okay. Dann möchte ich mal ganz kurz, wenn das okay ist, einen kleinen Alkoholtest machen mit Ihnen. Ja. Wow, na die hat aber tief ins Glas geguckt, wa? Genau, warte mal, wir bitten Sie mal bitte aus dem Fahrzeug. Vielen, vielen, vielen Dank. So. Und dann nehmen wir sie mal fest. Warte mal, das war... Nee, wo war denn das? Da war das. Arrest. Officers report a suspect placed under arrest in Mirror Park. Benötige Transport. We've got backup needed in Mirror Park. Na guck. Ist das aber die State Patrol wieder? Ja, wie gesagt, die andere Alternative. Ne, warte mal, da sieht man das Los Santos. Und, weiß ich nicht, ob das jetzt so in der Ansicht rüberkommt. Aber das Auto ist schon um einiges kleiner. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Fahrzeug ist realistischer? Warte mal, wir stellen es mal hier direkt neben. Da können wir sagen, Oberkante Kragen. Wenn wir jetzt hier neben stehen, es ist schon kopfgrößer, das Auto. Ich kann mir mal jemand verraten, aber ich glaube, der Explorer, der ist dann von Herc doch viel zu groß. Ich kann mich ja täuschen, aber Explorer, ist der so viel größer wie ein Auto? Also, ne? Na gut. Benötige Abschleppwagen. Benötige Abschleppwagen. We have assistance required in Mirror Park. Wie gesagt, das Auto ist... bin überlegt. Also, müssen wir überlegen. 1,80? Weiß ich, gibt es da so Normmaße für Stinkspieler? Sagen wir mal, ich bin 1,80 groß, aber 1,80? Ein bisschen... ein bisschen groß, ne? Für so ein... Ja gut, läuft der Explorer noch als SUV? Ist das auch schon wieder so ein Crossover geworden? Ich weiß es gar nicht. Also, stimmt, man könnte eigentlich ja mal, stimmt, Google fragen. Jetzt, oder Siri, oder was weiß ich wen. Da gibt es natürlich eine Menge Möglichkeiten. Weil die Frage ist natürlich schon, welches Fahrzeug ist jetzt hier realistischer? Also, kann ja täuschen, ne? Aber wenn ich mich jetzt mal hier neben den stelle... Entschuldigung, Kollegen. Ah, Mensch, Kollegen. Bleib doch mal stehen. Ich brauche mal kurz einen Größenmaßstab. Also, beziehungsweise einen Größenvergleich. Wir fahren aber kurz über Rot, weil ich möchte mich ganz kurz... okay. Kann mich leider nicht. Die fühlen sich ein bisschen verfolgt, glaube ich. Genau, warte mal, wir können ja mal hier, das ist ja jetzt irgendwie ein ziemlich langweiliges Video, aber ich verspreche euch, die nächsten werden wieder ein bisschen aufregender. So,
Ich will mal ganz kurz gucken. Außerdem, wie gesagt, das ist ja auch nur ein kleines Entschuldigungsvideo, weil, also beziehungsweise eigentlich habe ich für dieses Video nicht mal richtig Zeit. Aber, genau, da oben ist eine Wache. Vielleicht gibt es da so einen Explorer. Aber ich werde auf jeden Fall mal auch so selber mal Recherchen betreiben. Außer natürlich jemand möchte es mir in den Comments schreiben, welches Fahrzeug jetzt das realistischere ist. Ja, hier gibt es natürlich nur Crown Vicks, ne? Wie der Zufall will. Press End when finish. Achso. Tatsächlich, hier gibt es nur Crown Vicks. Okay. Das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Ich hätte gerne eine Wache, wo auch andere Fahrzeuge sind. Verdammte Axt. So, wir lassen mal den Auftrag, obwohl wir können auch mal Einsatzcode 4. So, wir fahren noch mal schnell rüber zur anderen Wache. Entschuldigung, ich bin von der State Patrol, ich darf das. Und heute bin ich mal ein bisschen in Eile. Mal gut, abgesehen von der Fahrphysik. Gut, okay, ich glaube, da habe ich noch nicht die die aktuelle Vehiclesmeter drauf. Aber ich denke mal, also ich werde das nochmal vergleichen. Mal gut, letztendlich mein Police Pack besteht nun mal eben aus Crown Vic und nee, Quatsch. Crown Vic? Crown Vic war gar nicht bei, ne? Es war nur FBIU und genau, und da war zum Beispiel ein guter Vergleich. FBIU und wo ist er denn? Der Ford Taurus. So. Also wenn man hier das vergleicht, ne, man könnte schon meinen, also warte mal, wir fahren am besten mal rechts daneben, das wäre ich noch deutlicher erkennbar. Der ist auch schon eine ganze Ecke größer, ne? Also der ist schon, boah. Ich fahre noch mal ein bisschen näher ran da, so. Wenn man so guckt, Kofferraum ist hinten, naja, ist sogar auch noch ein bisschen überlappen, ne? Aber hier hinten, man. Und wie gesagt, das ganze Auto ist ein Kopf größer. Aber, okay, hier bin ich jetzt, na doch, ja, das ist so, naja, Ohrenhöhe, sagen wir mal so. Jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht, ich meine, das ist ja hier, glaube ich, das ist ja ein 2016er Modell und, wie heißt denn das hier, ich glaube der 2014, 2013, ich weiß es nicht, ist ja vielleicht in der Größe gewachsen mit dem Modellwechsel oder beziehungsweise mit der Modellpflege. Ich weiß es nicht. Na gut, ich werde das mal recherchieren und werde euch dann mal dann bei Gelegenheit das Ergebnis geben. Außer natürlich, wie gesagt, es möchte sich jemand mal kurz dazu in den Kommentaren äußern, der da vielleicht gerade fundiertes Wissen hat. Okay. So, in dem Sinne, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich momentan nicht so viel Zeit habe für Videos machen, aber ich verspreche euch, es wird bald wieder weitergehen, spätestens nächste Woche. Heute nicht mehr. Ich hoffe, ihr haltet mir trotzdem die Stange, ne? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut.